Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und jetzt willkommen zu einer neuen Folge von Atlas Fallen. Wir sind hier immer noch in diesem schönen Dörfchen und es gibt noch eine Nebenquest. Suchst du nach jemandem? Ja, mein Sohn Läufer. Hast du ihn gesehen? Ich mache mir Sorgen, dass ihm etwas zugestoßen ist. Ich glaube nicht. Könntest du nach ihm Ausschau halten, wenn du durch das Land streifst? Er hat keine Erfahrung im Kampf gegen die Phantome. Ohne ihn gehe ich nicht. Selbst wenn die anderen in Sicherheit gebracht werden, werde ich nicht mit ihnen gehen. Ich suche. Kein Problem. Ich werde nach ihm suchen. Kannst du mir sagen, wo er hingegangen ist oder woran ich ihn erkennen kann? Ein junger Mann. Schlank, mit blondem Haar, immer auf der Suche nach Schätzen, neugierig auf den Wachturm in der Wüste. Wie konnte er nur weggehen? Die Phantome tauchen in so großer Zahl auf, er hätte bei mir bleiben sollen. Ja, das ist halt... Ich kann's dir nicht sagen, meine Liebe. Warum? Wieso? Weshalb? I don't know. Aber ich suche ihn. Aber als erstes werden wir da diese Phantome besiegen. Du kletterst wirklich gut. Guck mal, das ist da so eine... Will da jemand aufmerksam? Lieferung. Du bist derjenige mit dem Gauntlet. Mein Bruder wollte sagen, willkommen in unserem Dorf. Das habe ich gemeint. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Was machst du hier? Jeder Tag wird schlimmer. Die Phantome werden aggressiver. Und wir sind alle dem Untergang geweiht. Wir versuchen uns zu beschäftigen, um nicht daran zu denken... Aber das funktioniert nicht. Bitte entschuldige ihn. Wir sind damit beauftragt, die Arbeit hier zu organisieren. Kann ich helfen? Gibt es sonst noch etwas, wobei ich helfen kann? Lass mich nachdenken. In den Minen westlich des Dorfes wimmelt es von Phantomen. Wenn du sie ausschalten könntest, wäre das eine große Hilfe. Dann kannst du dich bei Steinspalter melden. Er ist in der Mine an der Klippe noch weiter westlich. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Auf Wiedersehen. Adios. Sonst noch so? Schade wird, auf der Minimap werden die offenen Quests nicht angezeigt. Das wäre noch ein cooles Feature gewesen. Das Dorf verlassen. Aber so ist ja ist auch völlig in Ordnung. Guck mal, da ist noch eine Nebenquest. Ein Drachen? Will da jemand aufmerksam? So sieht man sich wieder. Ich kann helfen. Ich kann helfen, solange es sich nicht um ein zwielichtiges Geschäft handelt. Zwielichtig? Niemals. Ich bin auf der Suche nach seltenen Materialien für Essenzsteine. Es wäre gut, mehr über sie zu wissen. Und aus diesem Grund habe ich nachgedacht. Manchmal lässt Telos seinen Zorn über das Land hereinbrechen. Nicht wahr? Der Wächter flackert auf und... Ich würde gerne wissen, was dann passiert. Da könnten wertvolle Dinge freigelegt werden, die nur darauf warten, gefunden zu werden. Ich könnte dir ein paar Essenzsteinrezepturen aus meiner Sammlung geben, wenn du das für mich machst. Wissen für Wissen klingt nach einem fairen Geschäft. Ich komme wieder, wenn ich etwas entdecke. Ist es irgendwie möglich zu erfahren, wann und wo der Wächter erwacht? Es ist unvorhersehbar. Aber es scheint in offenen Gebieten wie der Wüste häufiger zu passieren. Das klingt gefährlich. Wir sollten Vorbereitungen treffen und uns besser schützen, bevor wir seiner Bitte nachkommen. Okay. Ich werde mich auf den Weg machen. Werde ich. Kein Problem. Auf deiner Reise erscheint der reisende Händler an verschiedenen Orten. Halte Ausschau nach einem fliegenden Drachen. Um ihn schon von Weitem zu entdecken. Okay. Von hier aus sieht man den nicht mal. Den Drachen. Ja dann. Sei vorsichtig in der Nähe des Splitters. Die Phantome werden davon angelockt. Ja, komm, wir gehen mal zu dem Splitter. Das hier ist ein Zoo. Sollen sie nur kommen. Shit. Ja, wenn da zwei gleichzeitig angreifen, dann ist noch schwieriger. Egal. Hau einfach drauf da, komm.
Hau raus den Damage. Körperteile. Größere Gegner haben mehrere Körperteile, die du zerstören musst. Eine Übersicht über die Körperteile und deren Leben befindet sich oben links. An den meisten Körperteilen befinden sich glänzende Metallstücke, die Katalysatorstücke heißen. Sie sind rot markiert und der Gegner stirbt, wenn sie alle zerstört sind. Körperteile ohne Katalysatorstücke sind gelb markiert. Sie müssen nicht zerstört werden, um den Gegner zu besiegen, aber ihre Zerstörung erhöht die Chance auf Beute. Okay, das ist dann wohl... Shit. Okay. Oh, komm mal her. Sehr schön. Und mal hier oben mal noch ein bisschen drauf. Da kommen jetzt noch kleine Phantome. Okay. Ich heile mich erstmal. Ah, fuck. Nicht so gut. Ich sehe dich doch, mein Freund. Kein Problem. Komm, hau drauf hier oben. Nur noch ein bisschen. Ah, shit. Oh, es zerschmettern, komm. Zack. Der Splitter kann jetzt mitgenommen werden. Das sollte die Dorfbewohner vor weiteren Angriffen der Phantome... Essenzkern erhalten. Du hast gerade einen Essenzkern erhalten. Er ist unabdingbar für das Verschmelzen von Essenzsteinen. Alle größeren Gegner können einen Essenzkern fallen lassen. Du kannst jetzt die Formel vollenden, die du vorhin erhalten hast. Ah. Sehr cool. Dann verschmelzen wir das mal. Beschwöre einen Tornado, der deinen Gegner folgt und allem, was sich ihm in den Weg stellt, Schaden zufügt. Jetzt können wir das auch ausrüsten. Und jetzt fehlt für das hier auch nochmal ein Essenzkern. Wenn wir aber schon noch kriegen. Ja. Der Splitter kann jetzt mitgenommen werden. Das sollte die Dorfbewohner vor weiteren Angriffen der Phantome... Ah, und das ist der zweite Luftsprint-Splitter. Ja, sehr nice. Dann gehen wir die Quest direkt mal abgeben. Mal da vorne ist der Wächter. Das ist so eine Erinnerung, die muss ich jetzt nicht zwingend abhören. Aber da nach oben will ich. Willkommen zurück, mein Freund. Bitte sprich mit den anderen im Dorf. Auch wenn du ihnen nicht helfen kannst, freuen sie sich, neue Leute kennenzulernen. Womit kann ich dir helfen? Okay, ich habe mich um die Phantome gekümmert. Ich habe mich um die Phantome gekümmert, von denen ihr mir erzählt habt. Ich kann nicht glauben, dass du es geschafft hast. Du kannst also wirklich gegen die Phantome kämpfen. Hier, das ist nicht viel, aber mehr kann ich nicht entbehren. Wenn du nach weiteren Artefakten wie dem Splitter suchst, gibt es in der Wüste noch mehr davon. Und meine Leute könnten dir helfen. Viele saßen dort fest, als die Brücken zusammenbrachen. Ich bin sicher, ihr könnt euch gegenseitig helfen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Vielleicht kann ich einen Weg finden, sie sicher zurückzubringen. Das kann ich nur hoffen. Cool. Du hast gelernt, okay, Puls des Amuletts. 6 Sekunden lang wird ein großer Teil der Energie deines Amuletts wiederhergestellt. Kann ich das denn... Nee, das kann ich noch nicht verschmelzen, okay. Gut, dann machen wir als nächstes... Hier, die alte Mine. Ja. Das klingt doch gut. Was ist hier? Das ist ein Gig... Oh, okay. Das ist das, was wir gefunden haben. Was ist... Ich will mich zwar wissen, wenn ich zum Amboss gehe... Ich
habe gehört, es ist größer als jedes wird dann alles wiederhergestellt. Ah, guck mal, hier kann ich wieder was verbessern. Dann machen wir hier den... Oder nee, warte. Ich glaube, ich spare lieber auf die Rüstungsverbesserung. Leben und Amulett wiederherstellen. So, guck mal, das kann man. Das ist gut. Ich habe die besten Waren aus der ganzen Welt. Wenn du dich ab... Vielleicht möchtest du... Du hast Glück... Zeig mal, was du hast. Ja, ich habe zu wenig Zeugs. Kriegsanzug für 1500. Ja, kann ich mir nicht leisten. Bin ich zu broke für. Naja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Quest. Moment, da war gerade was. Ah ne, das ist einfach ein Artefakt. Aha! Von die nur herkommen, die Phantome. Schön eingefroren. Ja, aber wir sind zu früh mit dem Blocken. Tiefer Stein. Ah. Ja, aber den kann ich jetzt... Einige Angriffe, die ich nicht abwägen. Sie rauben uns das Momentum. Pass auf die blauen Funken auf. Okay. Blaue Angriffe können wir nicht blocken. Ist aber ausreichend. Das ist auch sehr gut zu wissen. Oh, guck mal, ein Taucher. Ja, mein Momentum ist komplett weg. Scheiße. Hä? Der ist irgendwie verschwunden. Hier ist er wieder. Und jetzt kommen noch mehr Phantome. Na super. Sollen sie nur kommen. Na los. Macht er noch irgendwas? Bisschen verfehlt, ja? Da sind ja zwei. Okay. Warum zum Teufel sind da plötzlich zwei von den Dingern? Na komm. Sehr gut. Das hat mir getan. Okay, ich muss mich heilen. Danke. Jetzt aber. Sehr gut. Erledigt. Lodrit. Schwer verwundet. Lass uns einen Amboss zum Ausruhen suchen. Ja, hier ist gerade kein Amboss, mein Freund. Hier ist gar nichts. Also klar, ich könnte schnell ins Dorf zurückgehen, aber... Hey, ich krieg das schon hin. Es wird schon irgendwie gehen. Da war ja noch ein Item. Eckenpilz. Das klingt nicht so vielversprechend, was da drin ist. Ist das ein Amboss? Ne, eine Truhe. Befreie die Höhle von Phantomen. Brauche ich vielleicht doch einen Amboss? Ich da Monster erledigen muss. Und wie komme ich denn in diese Höhle rein? Das ist ja noch die Frage. Geht das? Ja, das geht.
Ach so. Aber ich glaube nicht, dass das der Weg in die Höhle ist. Nee, das ist... Das ist gar nichts. Also, es ist schon was, aber... Es ist nichts. Was mir was bringen würde. Ich glaube, ich muss schon hier reingehen, ne? Irgendwas fehlt hier noch. Aber das kann ich ja gar nicht kaputt machen. 50 Meter entfernt, ja, aber... Wo ist das denn? Check's nicht. Zeig mal her die Karte. Oh, okay. Ich bin ja ganz woanders. Überhaupt nicht da, wo ich sein soll. Okay. Hier müssen wir durchgehen. Da ist noch ein Artefakt oder irgendwas. Genau. Und da hinten sind die... Oh. Panzerbrecher. Ach du Heiliger. Ja, das ist gar nicht schön. So, hau mal drauf. Hoppala. Alter. Das sind mal ein paar Angriffe, die da nacheinander kommen. Ich bin weg. Wir hauen schnell ab. Ich muss schnell zurück ins Dorf gehen. Das geht nicht anders. Wir müssen zurück ins Dorf. Aber das ist ja gleich hier hinten. Von daher ist es schon in Ordnung. Ich muss nur schnell zum Amboss gehen. Damit ich da mit voller Gesundheit an die Sache rangehen kann. Und dann kriegen wir das schon hin. Warum hat Telos nur diese Phantome beschworen? So, Leben, Amulett wiederherstellen. Rüstungsverbesserung kann ich ebenfalls machen. Dann machen wir das. Und die ist jetzt auf maximal. Jetzt habe ich wieder eine Perk-Marke bekommen. Achso, ich muss eins von denen hier. Erhöht die Menge an Essenzstaub, die durch das Besiegen von Gegnern erhält. Und auch das hier verbessern. Du generierst zu Beginn eines Kampfes eine moderate Menge an Momentum. Oder mehr Essenzstaub. Mehr Essenzstaub. Weil mehr Essenzstaub gleich mehr Verbesserungen. Mehr Verbesserungen gleich mehr Perks. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich sag danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag, macht's gut. Tschüss.